Die Blinker-Redaktion war im August des vergangenen Jahres zu Gast auf und an der Weser. Zusammen mit Foxrage-Teamangler Udo Kryskawski ging es mit dem Dropshot-Rig auf Zander. Das Besondere daran? Udo hatte bei seinen zahlreichen Ausgängen an der Weser herausgefunden, wie er mit einem sehr stark beschwerten Dropshot-Rig der Strömung trotzen kann. Dabei kommen schon einmal Dropshot-Gewichte bis zu 50 Gramm an seine Montage. Und auch bei der Art der Präsentation kommt Udos ganz spezielle Technik zum Einsatz. Wie seine Heavy-Dropshot-Methode genau funktioniert, wollen wir in diesem Beitrag einmal zeigen. Ja, heute wird mit Heavy-Dropshot gefischt. Ich habe hier so ein richtig fettes Blei dran, 35 bis 40 Gramm. Das stört den Zander überhaupt nicht, weil der Köder ja schwerelos ist, am Haken hängt. Und wenn sie ihn einsaugen, also das merken sie gar nicht. Dass die Zander diese schweren Bleigewichte nicht bemerken, zeigte sich bereits bei der ersten Drift des Tages. Denn kaum ausgesprochen hing auch schon der erste Fisch am Köder. Ja, das ist der erste. Untermaßig. Aber wir wollten haben. Ja, und das ist Heavy Dropshot. Schweres Blei, Dropshot-Blei, Gummiköder mit Hammerschwanz und einem fetten Haken. Und funktioniert. Wie ich meine Montage binde, das zeige ich euch jetzt. Dafür war auch genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Auch wenn der erste Zander schnell zugebissen hatte, so machte uns der hier im Hintergrund zu sehende Vollmond einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Denn außer einiger vorsichtiger Bisse wollte erst einmal nichts hängen bleiben. Ja, mit der Montage, wir haben ein bisschen gefischt, zwei Zander gefangen. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie ich meine Dropshot-Montage XXL fertig mache. Ich habe hier Fluorcarbon. Das ist eine 28er. Ich binde jetzt mal meinen Haken an. Das ist so ein Echsenhaken von Honor. Ich will euch das mal zeigen. Hakengröße, das ist ein 3-0er. Das ist ein richtig großer Haken und ja, ich binde da einen Palamar-Knoten ran. Ich nehme mal beide Enden so zusammen, dann brauche ich nicht die so zusammentüdeln. Stecke die durchs Öhr so durch, lege den einmal so um beide Finger, ziehe den durch, habe ich so eine kleine Schlaufe, dann nehme ich den Haken, ziehe ihn wieder durch die Schlaufe und nehme das Ganze, ziehe das zurück, dass das nicht an diesen Öhr sich vertüdelt. Jetzt habe ich den Haken und den Palamar-Knoten dran. Jetzt nehme ich das unterste Ende und stecke es nochmal von unten nach oben durch. So, dass der Knoten sich in Öhr versteckt, dass der so gerade sitzt. Dann mache ich hier eine kleine Schlaufe rein. Ganz normal. Zweimal durchziehen. Wichtig ist, wieder ein bisschen nass machen. Und so soll das dann ungefähr aussehen.
Dann habe ich den Haken gerade, so winklig stehen. Dann nehme ich mein Drahtschopblei, ziehe das durch diese Klemmöse durch. Und ziehe es einfach fest. So ein Tipp von mir, dieser Abstand ist eigentlich optimal, so 20 bis 25 cm. Also ich würde es nicht tiefer machen. Zum Haken, welche machen Meter oder einen halben Meter, das ist nicht in Ordnung. Also wenn man vom Boot aus fischt oder von Ufer aus, der Köder kann ruhig mal auf dem Boden schleifen oder sowas. Das stört den Zander überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn man zu hoch macht, überfischt man die Zander. Jetzt ziehe ich mal so einen Köder da auf. Das ist vom Fox, ein Spikey, Weiß-Gold-Glitter. Ich stecke den einfach in die Mitte, ein bisschen oberhalb, also nicht direkt in der Mitte im Körper, sondern ein bisschen oberhalb. Ziehe den genauso auf wie so ein normalen Jig-Haken. Stecke den so durch und lass ihn auch so weit rausgucken. Das mache ich immer so. Ich verstecke die Köder, die Haken nicht. Wenn man Biss kriegt, kann man sofort anschlagen. Bei Offset-Haken muss der Fisch erst zubeißen, durchs Gummi durchbeißen. Und bei diesen Biss und gleich Anschlag und dann hängt das auch. Und was ganz wichtig ist, dass man das Blei nicht in der Luft hängen lässt, sondern immer auf dem Boden schlurren lässt. Man kann den zwar ein bisschen Schwung geben, aber dass das Blei sich ein bisschen aufstellt, aber das muss immer Bodenkontakt haben. Dieser Haken ermöglicht das, jeden Köder eigentlich aufzuziehen. Ich kann auch einen V-Schwanz daran hängen oder hier so einen Riesenköder. Das ist der neue Tiddler Fast. Dann guckt das so raus. Ja, das ist der neue Tiddler Fast in 18 cm. Das ist ganz bestimmt eine Bank für gute, schöne Zander. Und den fische ich genauso mit diesen Haken wie mit diesem kleinen Gummifisch. Wenn die Zander spitz beißen, mache ich meinen Drahtschopp-Rig auch einen Angsthaken. Ich habe jetzt hier meine Montage. Jetzt nehme ich die oberste Schlaufe, die ich an der Angel ranhänge, an der Öse. Nimm den Angsthaken, lass den einfach runterfallen. Dann hängt der hier an Öhr fest. Steck ihn hier unten am Bauch. Und habe einen Köder mit einem Angstdrilling. Hält auch bombenfest. Also ich habe da noch nie einen Abreißer mit gehabt. Die Öse hält das ab und selbst wenn der Angstzwinger durchrutscht, der wird immer hier am Haken, noch festsitzen, solange man Spannung drauf hat. Passiert überhaupt nichts. Ich kann das mal nochmal zeigen, wenn der raus ist. Bombenfest. Rutscht nicht ab, passiert nichts. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Untermaßiger, aber ziemlich hungrig. Auch die vollkommene Grundkontrolle mit Udos Heavy Dropshot Rig brachte leider nur diese zwei Zander zutage.
Da nicht jeder Raubfischangler auch gleich Besitzer eines eigenen Bootes ist, machten wir einen weiteren Versuch von Land aus. Denn diese Angelmethode funktioniert genauso gut von Land als auch vertikal vom Boot aus. Ja, für mich ist das Drop-Shop-Fischen von Ufer aus genauso effektiv wie vom Boot aus. Im Gegenteil, von Ufer ist es sogar manchmal noch besser, weil das Boot auch eine gewisse Scheuchwirkung hat. Und ja, warum fische ich Drop-Shop und Jig nicht? Weil ich mit diesem Drop-Shop-System immer in Augenhöhe von Zander bin. Und ja, beim Jiggen manchmal, wenn sie nicht wollen, überfischt man die Fische. Und beim Drop-Shop ist das nicht so, weil man ja die Tiefe da eingestellt hat. Und ich fische ein schweres Blei, darum kann die Strömung das nicht hochtreiben. Und ja, ist eigentlich eine Top-Sache. Wenn man den Fisch gefunden hat, kann man auch besser auf Punkt anfischen oder befischen. Und in meinen Augen ist es also zweimal besser als Jicken. Bei der Führung seines Köders hält es Udo genauso wie beim Fischen vom Boot. Er schleift das Blei über den Grund und gönnt seinem Köder zwischendurch immer wieder einen kleinen Spinnstopp. Ja, das war Happy Drop-Shop. Versucht das mal in euren Hausgewässer. Ist eine tolle Sache. Bis zum nächsten Mal. Euer Udo.